In diesem Video zeige ich dir eine Idee, wie du den Driver bis zu 30 Meter länger schlagen kannst. Also bleib dran, wir starten jetzt. So, bevor es losgeht, möchte ich dir zeigen, was wir in diesem heutigen Video besprechen. Als erstes beginnen wir darüber zu sprechen, wie wichtig es ist, einen richtigen Abflugwinkel zu haben. An zweiter Stelle reden wir dann über den Spinloft und dann danach über das korrekte Fitting und was beim Fitting zu beachten ist. Dann möchte ich auch noch ein paar Kleinigkeiten über die Technik sagen und an letzter Stelle gibt es noch eine kleine Übung. Falls du das erste Mal dabei bist, mein Name ist Christoph Bausig und ich bin PGA Professional im Golfclub Linz St. Florian in Österreich. Auf meinem Kanal geht es um Golf und darum, wie du dein Golf verbessern kannst und ich bediene mich sehr gerne an den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft und übersetze sie für die Hobbygolfer jeder Spielklasse, sodass sie ihr Spiel verbessern können. Wenn du kein weiteres Video von mir versäumen möchtest, würde ich dich bitten, unten meinen Kanal zu abonnieren und die Notifikationsglocke daneben anzuklicken und dann wird dein Spiel sicher besser. So, wo kommen diese magischen 30 Meter mehr Länge nun her? Seit vielen Jahren verwende ich ja für meinen Golfunterricht einen Doppler-Radar der Firma Trackman und da kann ich ja alles messen, von Schlägerkopfgeschwindigkeiten über Abflugwinkel, Eintreffwinkel, Ballfluggeschwindigkeit und alles mögliche. Und da fällt immer wieder auf, wenn Schüler zu mir kommen das erste Mal und einen Driver schlagen, dass sie nicht optimalisiert sind. Sprich, der Schläger ist nicht optimal oder der Schwung ist nicht optimal und der Ball geht einfach nicht im richtigen Abflugwinkel weg. Und der Abflugwinkel gerade ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Man muss sich vorstellen, wenn man jetzt zum Beispiel einen Schlauch hat, stellen wir uns vor, dieser Griff hier ist ein Schlauch und ich habe jetzt sehr wenig Wasserdruck, da müsste ich eine gewisse Position finden, dass der geringe Wasserdruck möglichst weit fliegt. Wenn ich zum Beispiel dann zu hoch werde, fliegt er kürzer, wenn ich zu flach werde, stürzt er richtig ab. Und dasselbe gilt auch natürlich dafür, wenn man zum Beispiel etwas mehr Wasserdruck hat, sprich mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit, dann geht der Wasserstrahl hier weg und da kann ich auch mich herumspielen, wie ist der optimale Abflugwinkel des Wasserstrahls, damit ich die maximale Länge habe. Zu hoch geht er kürzer, zu flach stürzt er ab. Und das ist natürlich komplett anders, wenn ich eine langsame Schlägerkopfgeschwindigkeit habe im Vergleich zu einer hohen Schlägerkopfgeschwindigkeit. Das heißt, ich muss für mich persönlich herausfinden, was ist mein optimaler Abflugwinkel. Und da gibt es eben diese Doppler-Radar-Geräte, die uns dabei helfen, aber dazu komme ich eben noch später. Nun ist es so, wenn ich die optimale Länge haben will, dann muss ich den Ball hochstarten, also im optimalen Winkel hochstarten, mit dem optimalen Rückwärtsstrahl des Balls, also den sogenannten Backspin. Und darüber möchte ich jetzt sprechen. Es geht nämlich hier um den sogenannten Spinloft. Ich habe hier zwei Stäbe, dieser blaue hier soll den sogenannten Eintreffwinkel des Drivers simulieren. Man kann einen Driver mehr in der Aufwärtsbewegung schlagen, also mehr von unten nach oben, oder ich kann ihn auch in der Abwärtsbewegung schlagen, beziehungsweise ich kann auch relativ neutral den Ball treffen. Und dann gibt es noch einen sogenannten dynamischen Loft. Das ist der Loft der Schlägerplatte im Moment des Impacts, also wenn ich den Ball treffe, wohin zeigt das? Ich kann wenig Loft haben, ich kann viel Loft haben, ich kann optimalen Loft haben. So, es ist so, dass man natürlich, um den Ball weit schlagen zu wollen, dass man diesen eher in der Aufwärtsbewegung trifft. Sprich, ich versuche den Driver ja, so 3, 4, 5 Grad aufwärts zu schlagen, das ist nichts Untypisches. Und ich versuche dazu einen optimalen Loft zu finden, einen optimalen dynamischen Loft. Und es ist so, dieser Loft ist deswegen so wichtig, weil dieser Unterschied hier zwischen Eintreffwinkel und Loft bestimmt, wie viel Rückwärtsstrahl der Ball haben wird. Wenn ich mehr Loft habe und diese Schere hier, die man übrigens Spin Loft nennt, sehr groß ist, dann habe ich mehr Backspin, als wenn ich hier eine kleine
Schere hier habe, ja, zwischen den beiden. Sprich, der Spinloft ist sehr gering. Hier hat der Ball weniger Backspin. Habe ich gar keinen Unterschied oder fast gar keinen Unterschied, dann hat der Ball gar keinen Backspin und wird natürlich auch abstürzen. Nun ist es so, bei eher langsamen Schlägerkopfgeschwindigkeiten, dass man eher mehr Backspin braucht, damit der Ball überhaupt in die Luft getragen wird. Das heißt, Spieler mit langsamer Schlägerkopfgeschwindigkeit, Damen, Senioren über 70, sage ich jetzt einmal, alle die, die ein bisschen Probleme haben, noch viel Energie zu erzeugen, die brauchen etwas mehr dynamischen Loft im Treffmoment. Und das ist eben wichtig für den Backspin, weil dann kann der Ball höher fliegen. Hilft es dann, den Ball auch noch aufwärts zu treffen? Ja, natürlich. Das heißt, wir haben einen hohen Abflugwinkel mit etwas mehr Backspin, also einen optimalen Backspin in dem Fall. Ein Spieler, der etwas schneller schwingt, ich sage jetzt mal zum Beispiel ein junger Elite-Spieler, der vielleicht mit 115, 120 Meilen pro Stunde schwingt, der kann sich erlauben, dass er etwas weniger dynamischen Loft im Treffmoment hat, aber der wird auch versuchen, um ihn optimal weit zu schlagen, den Ball mehr in der Aufwärtsbewegung zu treffen. Hier aber braucht er weniger Backspin und diese Schere ist bei diesem Spieler wesentlich kleiner. Zu klein ist auch nicht gut, weil wie gesagt, dann stürzt der Ball ab, zu groß, dann wird der Ball zwar hoch starten, aber er frisst sich dann in der Luft rein und der Ball wird ja nicht so weit fliegen, wie er könnte. Und wie gesagt, ich sehe dann sehr, sehr häufig in meinem Golfunterricht, dass das überhaupt nicht passt bei den Hobbygolfern. Viele schlagen erst einmal den Driver in der Abwärtsbewegung, was überhaupt nicht gut ist. Und dann ist das nächste Problem, dass sie eben nicht den passenden dynamischen Loft im Treffmoment haben. Also Spinloft ist ganz, ganz wichtig, um einen optimalen Drive zu schlagen. Und auch hier kann man das wunderschön mit einem Dopplerradargerät messen und sehen. Und daher ist ein Schlägerfitting sehr, sehr wichtig. Bei einem Fitting ist es so, dass ein Dopplerradar eben benutzt wird. Sehr häufig eben der Radar der Firma Trackman. Dieser hat zum Beispiel eine Software integriert, die bereits sagt, wie der jeweilige Golfer mit seinem Eintreffwinkel, mit seiner Geschwindigkeit den Loft wählen muss, um optimal lang zu sein. Man kann hier unterscheiden zwischen zwei Sachen. Man kann sich fitten lassen auf Carry-Länge, das heißt, dass ich quasi alle Probleme, die so am Fairway sind, Bunker oder ja, Wasserhindernisse, dass ich die möglichst überspielen kann. Oder man kann sich fitten lassen auf totale Länge. Sprich, man hat einen Platz, der zum Beispiel jetzt nicht so viele Hindernisse hat, und es ist relativ trocken und da kann man dann auch schauen, dass der Ball vielleicht carry, also im Flug nicht so weit fliegt, aber dass er wesentlich weiter rollt. Und da gibt es dann hier zum Beispiel eben von Trackman diese Tabelle hier, wo man dann sieht, dass zum Beispiel man bei 75 Meilen pro Stunde, das ist so die typische Schlägerkopfgeschwindigkeit von einem, ja, ich sage mal Seniorengolfer, wenn der zum Beispiel den Ball 5 Grad abwärts schlägt und alles optimalisiert ist, dann schlägt er den Ball 143 Meter im Flug und total 166. Würde er zum Beispiel jetzt den Ball 5 Grad aufwärts schlagen und der Abflugwinkel ist optimalisiert, sprich er hat den richtigen Loft dazu, dann würde er in 164 Yards Carry schlagen. Diese Tabelle ist in Yards, wie du gemerkt hast, also so ungefähr 150 Meter schlagen. Total kommt er dann auf 187 Yards, also 170 Meter ungefähr. Also das macht schon fast einen Unterschied von 20 Metern aus. Und das ist jetzt der Carry. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir gehen jetzt auf den Total Optimizer, dann sehen wir zum Beispiel, würde er zum Beispiel 5 Grad aufwärts schlagen bei 75 Meilen, dann könnte er sogar 206 Yards, also 185 Meter circa erreichen, wenn er optimalisiert ist. Das heißt, du kannst sehen, man kann hier beim Fitting auch sehr, sehr viel verändern. Man kann auf verschiedene Sachen fitten und du solltest auch überlegen beim Fitting, was du gefittet haben willst, eben Carry-Distanz oder totale Distanz. Die meisten Spieler übrigens auf der Tour lassen sich eher so auf eine Kombination fitten, das gibt es auch.
Aber du möchtest wissen, welchen Loft du beim Treiber verwenden solltest. Du solltest kontrollieren, wie dein Eintreffwinkel ist und eventuell, was passiert, wenn du den Loft bei deinem Schläger veränderst, weil du kannst heutzutage ja fast jeden Schläger verändern, den Loft verändern und dann würdest du ein anderes Resultat bekommen. Also beim Fitting kannst du eben das wunderschön herausfinden und ich finde, das gehört auch unbedingt gemacht. Ein Kauf von einem Treiber von der Stange ist meiner Meinung nach heutzutage eigentlich nicht mehr möglich. Zumindest ist es nicht sinnvoll. So, ein paar Wörter zur Technik möchte ich hier auch noch sagen. Es ist kein Technikvideo direkt, aber ich möchte trotzdem ein bisschen darauf eingehen. Also du hast gemerkt, um diese Länge zu optimalisieren, müssen wir den Ball in der Aufwärtsbewegung treffen mit dem optimalen Loft des Treibers. Und der Treiber soll natürlich gefittet sein. Macht Sinn, ja? Aber du willst bitte zwei Sachen beachten, wenn du das machst. Prinzipiell, wenn du einen Ball schlägst, ja, einen Ball schlägst mit dem Treiber, ist ungefähr hier beim rechten Oberschenkel die tiefste Stelle der Hände und das ist der Moment, wo die Hände in die Aufwärtsbewegung gehen und der Oberkörper zurückkippt. Und wenn du schaust jetzt, das ergibt jetzt einen Eintreffwinkel, wo der Treiber in die Aufwärtsbewegung geht. Das heißt, das ist eine sehr, sehr gute Sache, die man verstehen sollte, dass die Hände aufwärts gehen, aber nicht deswegen, weil ich mit einem Chicken Wing anziehe, sondern weil der Körper sich streckt und aufwärts geht. Das heißt, es bedarf einiges an Training, aber wie gesagt, das ist die Grundidee, glaube ich, die jeder haben sollte, wenn man vom Aufwärtsschlagen spricht. Und das Zweite, was wichtig ist, sind die Handgelenke, der Zustand der Handgelenke im Treffmoment. Und zwar ist es ja so, dass ja im Treffmoment der linke Handrücken als Rechtshänder ja relativ flach ist. Ich habe übrigens hier oben ein sehr nettes Video gemacht über den Handgelenkseinsatz beim Golfen. Das magst du dir vielleicht anschauen. Und der Schaft ist ja auch beim Treiber leicht nach vorne, also nach links geneigt. Das heißt, es ist wichtig, dass du auch an der Handgelenksstruktur arbeitest und das sollte eigentlich passieren, bevor du fittest, weil sonst kaufst du dir einen Treiber mit dem komplett falschen Loft. Wie gesagt, heutzutage ist es nicht so tragisch wie vor vielleicht 15 Jahren oder so oder vor 10 Jahren, weil heute kann man ja wirklich fast jeden Treiber verstellen, aber wenn du eben einen Treiber kaufst, den du nicht verstellen kannst, sollte zuerst das alles wirklich passen und dann schlagst du zu. So, jetzt noch eine Übung zum Abschluss, damit du eben ein Gefühl bekommst, wie du den Treiber in der Aufwärtsbewegung triffst. Ich mache übrigens demnächst ein Video über die Faktoren vom Aufwärtstreffen des Balles, aber jetzt einmal heute hier eine Übung, wie treffe ich den Ball aufwärts. Und zwar, du machst bitte Folgendes, du stehst davor, da liegt der Ball, du hast den Ball irgendwie links liegen, jetzt gehe ich ein bisschen zurück und jetzt mache ich einen kleinen Schwung und lasse den Schlägerkopf hier extra hier am Boden aufkommen. Und jetzt möchte ich, dass du hier den ganzen Boden entlang fährst und versuchst, den Schläger hochzuziehen, bis er hier rauf geht. Diese Übung gibt dir dann ein Gefühl, wie du den Ball in der Aufwärtsbewegung triffst und dann stellst du dich bitte hin und machst genau das Gefühl hier rauf und schlagst den Ball mit diesem Gefühl. Ich kann hier leider nicht durchziehen, weil ich mitten am Platz stehe und ich würde jetzt jemandem wohl wehtun, aber das bitte probier auf der Driving Range aus und lass mich wissen unten in den Kommentaren, wie es dir dabei ergangen ist. Wenn du weitere nutzvolle Tipps zum Thema Treiber haben möchtest, dann möchte ich dir wirklich empfehlen, dieses Video hier anzusehen. Also, bis bald!